Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für den kommenden Handelstag, den 13.02. und eventuell auch den Rest der Woche. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader, ich bin privater Trader und Investor. Bevor ich hier reingehe in den DAX, in das Video, in die Analyse, ein Spruch, ein Satz von Rocco Kehräfe heute bei seiner Tagesanalyse, der sehr treffend ist, und ich lasse euch da mal schnell reinhören, was er gesagt hat. Ich möchte an diesem Tag nichts Besonderes sagen zu dieser Konstellation, denn hier bei solchen Konstellationen werden Trader-Karrieren zerstört. Heute, hier und jetzt werden Trader-Karrieren zerstört, wenn man sich zu sehr auf einer Seite festlegt. Tun Sie es also bitte nicht. Also, ihr habt es gehört, in solchen Marktlagen, die aktuell herrschen, tun sich ganz besonders junge Trader, Anfänger sehr schwer, die sich sehr schwer vorstellen können, dass ein Markt, der vom Korrekturtief 13.445 bis jetzt gestiegen ist in das Hoch 13.760, und wenn man hier noch die Gesamtstrecke anschaut, von wo er denn kommt, aus der letzten circa knappen 5% Korrektur vom Hoch, da waren wir ja hier im Bereich von 12.886. Wir haben hier jetzt eine Bewegung von bald 1.000 Punkten seit eigentlich, wenn man es mal ein bisschen salopp nimmt, seit 1. Februar. Und jetzt haben wir den 12. Februar, also innerhalb von 12 Handelstagen. Man versucht hier als Trader dann rational zu denken, denkt, das kann doch nicht sein. Die gesamte Gemengelage, wir haben hier den Coronavirus, wir haben hier zum Beispiel Daimler-Benz, schlechte Zahlen, wo ich nachher noch ein bisschen drauf komme auf den Automobilsektor. Wir haben die Wirtschaftsdaten allgemein, die sehr schlecht ausgefallen sind. Das Einzige, was so positiv war in den letzten Tagen, waren die US-Arbeitsmarktdaten, aber ansonsten kommt hier eigentlich fundamental nichts Positives, und trotzdem steigen die Märkte unaufhaltsam mit solch einer Vehemenz, dass man hier eigentlich nur ungläubig zuschauen kann und sehr vorsichtig auf der Short-Seite agieren sollte. Auf der anderen Seite kann man sich das ja auch als Longhändler momentan, wenn man nicht investiert, sich gar nicht vorstellen. Mensch, jetzt muss doch irgendwann einmal eine Korrektur kommen. Aber wir sehen es, man wartet hier jetzt schon 12 Tage täglich. Das sind täglich auf eine Korrektur, die nicht kommt. Vielleicht war es das jetzt so. In den vergangenen Videos habe ich ja ganz klar gesagt, die Chance, die wir haben an dem Markt, ist 15.000 zu erreichen. Nur der Weg dorthin, wie groß die Korrektur werden bis zum Ende des Jahres, um hier an diesen Punkt zu kommen von knapp 15.000, das ist die Frage, und das ist dann das Geschick, wie man hier an den Märkten agiert und auch handelt. Heute schauen wir uns schneller mal einen Sektorenbereich an. Da sind hier Heute war der Automobilsektor sehr stark unterwegs. Der war der führende gewesen in den Sektoren hier mit 3,8% Gewinn. Das liegt daran, weil eigentlich, wenn man hier die Daimler-Benz-Zahlen gehört hat und weiß, was hier auf dem deutschen Automarkt sektorlos ist, das hier ist ja der europäische Sektor. Da sind natürlich auch Zulieferer drin wie Leoni, Michelin und Peugeot, was auch immer. Das spiegelt den gesamten Markt ab. Aber wenn man hier die Zahlen von Daimler gesehen hat, und heute ist der Automobilsektor die treibende Kraft, auch im DAX, dort sind die drei Unternehmen, und SAP ist auch nur mit 1% im Plus im DAX, die treibenden Kräfte zur Oberseite hin. Und Michelin hat hier überraschend starke Ergebnisse gezeigt, am Dienstag gesamten europäischen Sektor nach oben getrieben. Papiere von Michelin schnellten um fast 10% nach oben auf den höchsten Kurs seit Mitte Oktober. In dem Fahrwasser glättete der Stoxx 600, das ist der hier, wo ihr seht, Automobil und Parts, um diese 3,8% und war somit größter Gewinner auf dem Autosektor, also im Sektorenbereich.
Anteile von Valeo gewannen in Paris 3,8%, Faurecia 5,1% und Peugeot 3,2%. Am deutschen Markt reagierten mit Continental, Leoni und Hella weitere Aktien aus der Branche der Zulieferer mit Kursgewinnen. Und das muss einen schon auch ein bisschen verwundern. Aber vielleicht denken die Investoren, schlechter kann es nicht mehr werden. Also dann investieren wir so wie nach Costolani ein Sprichwort, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Und dem kann man eigentlich hier jetzt beizichtigen und sagen, okay, die Investoren haben hier jetzt gekauft, die Kanonen donnern, es kann ja nicht mehr schlechter werden. Also wenn schon alles am Boden liegt und man trampelt noch drauf rum, dann kaufen wir. Und deshalb ist heute als Katalysator diese positiven Daten von Michelin hier als Anlass genommen worden, um diesen Sektor zu kaufen oder hochzukaufen. Warum ist diesem Sektor so, gerade speziell Michelin, heute gute Ergebnisse? Weil die Rohstoffe hier gefallen sind. Und dazu gehört natürlich auch das WTI-Öl. Und das WTI-Öl kraxelt hier immer noch im Bereich von $50 herum. Und das stützt den gesamten rohstoffintensiven Markt aktuell und ist ein Indikator, wo man jetzt davon ausgehen muss, dass einfach die Börsen, solange der Ölpreis, unter anderem der Ölpreis hier auf diesem Niveau herumarbeiten bei $50, auch zukünftig positiv gedeutet werden könnten. Dann kommt hier noch der VDAX New. Die Institutionellen nach wie vor keine Ambitionen, sich abzusichern. Deshalb, Leute, momentan am DAX nicht einmal den großen Zehen ins Wasser zu halten. Zuschauer, wenn man hier short konditioniert ist, Computer schon gleich gar nicht anmachen. Weil wenn wir dann mal einen Abwärtstrend bekommen, der kommt zwar dann ganz schnell und der geht rucki zucki, aber man versucht hier als Shorthändler immer wieder hier den Fuß reinzuhalten ins Wasser. Und ja, das Wasser sollte normal kalt sein, aber man verbrennt sich dann die Beine. Und deshalb wirklich äußerst vorsichtig agieren momentan nach wie vor mit Shortpapieren. Wir sind ausgebrochen im DAX. Es kamen jetzt diese Anschlusskäufer und die, wenn es für den DAX gut läuft, die ebnen auch so schnell nicht ab. Weil einfach auch die gesamten Indikatorenlage WTI, VDAX, New, das Gold, auch das Gold läuft hier seitwärts schon seit längerer Zeit, belastet aktuell den DAX nicht. Und dann kommen wir hier noch zu einem ganz wichtigen Faktor, das Währungspaar Euro-US-Dollar. Dieses Währungspaar Euro-US-Dollar ist jetzt dato gerade eben auf einen der tiefsten Stände seit, wenn man hier den 1.10.2019 nehmen, wir haben ihn ja schon um einen Dip unterboten, muss man hier ja sogar noch weiter zurückgehen. Ja, bis ins Jahr 2017 kann man hier zurückgehen. In diesem Bereich sind wir. Unten bei 1,03 waren wir erst am Januar 2017. Also hier die Abwärtsbewegung im Währungspaar Euro-US-Dollar ist intakt. Der Luftballon hier auf der Unterseite wurde jetzt angestochen. Entweder sehen wir hier jetzt heute Abend noch oder morgigen Handelstag Dynamik noch einmal zur Unterseite. Und dann mal schauen, ob hier die Händler das Währungspaar Euro-US-Dollar versuchen aufzufangen, um hier eventuell doch temporär ein Long Trade zu starten. Aber tendenziell ist man hier Währungspaar Euro-US-Dollar auf der Short-Seite besser angesiedelt wie auf der Long-Seite. Wir gehen hier jetzt rein in den DAX, Xetra, eine Kerze, ein Tag. Hier habe ich so eine Linie eingezeichnet, einfach mal so. Im letzten Video ist ganz klar gesagt, ob diese Linie irgendeine Relevanz hat. Das lassen wir mal dahingestellt. Aktuell ist sie per Schlusskurs überschritten worden. Sie hatte keine Relevanz am heutigen Handelstag. Und ich gehe auch davon aus, dass sie morgen keine Relevanz haben wird, weil wir sehen hier schon wieder den DAX auf Tagesbasis im mega bullischen Bereich. Also hier kann man jetzt davon ausgehen, dass wir hier noch einmal massivste Dynamik zur Oberseite sehen können. Ich nenne das immer dynamisieren und einfach mal beobachten,
Was man vielleicht aus der Vergangenheit ableiten kann, und das zeichne ich ganz schnell einmal ein, wir hatten hier ja diese Korrektur und dann dieses Hoch. So, wenn wir diese Konstellation nehmen und diese Konstellation einfach mal hier reinnehmen oder ansetzen, dann haben wir hier aus der Vergangenheit, was man hier ableiten kann vor dieser größeren Korrektur, das hier war ja eine 5%ige in etwa, und die sollte hier irgendwo knapp bei 10% sein. Das ist hier diese Wegstrecke. Und dann haben wir hier immer noch Potenzial ohne weiteres bis knapp 14.000 Punkten. Ich lasse das jetzt mal so drin, diesen Haken, weil es ist definitiv kein Handlungsbedarf. Der, wo sein Depot drin hat, seine Aktien im Markt drin hat, der freut sich, der reibt jeden Tag die Hände, weil selbst ein schlechter Titel kann hier von der gesamten Marktlage profitieren oder läuft mal zumindest stabil. Und Absicherungsgeschäfte aktuell braucht man nicht machen in dieser Marktlage, weil das ist wie die Perlen vor die Säue geschmissen. Da kommt nichts dabei rüber. Wir haben hier einen wunderschönen, intakten Aufwärtstrend. Ich habe ihn euch ja schon mal eingezeichnet. Wir haben hier ein höheres Tief, jetzt muss ich gerade selber gucken, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, und jetzt sind wir auf dem Weg zum, oder haben ein neues höheres Hoch gemacht, und hier wird es dann die Frage sein, wie hoch geht dieses Hoch, kriegen wir hier wirklich noch diese perfekte Überraschung, trotz dieser gesamten Gemengelage hier den Markt auf bei 14.000 dann sehen zu können. Das zu der Geschichte übergeordnet, und da wiederhole ich mich immer wieder, wir haben hier diese inverse Schulterkopf-Schulterformation, und das darf man nicht vergessen. Auch ich bin jetzt hier von diesem Ausbruch, von dieser Vehemenz, die der DAX hier in diesem Umfeld zeigt, natürlich überrascht. Sehr überrascht sogar. Ich hätte hier doch noch einmal mit einer Korrektur gerechnet am Allzeithoch, dem ist es nicht so. Wie gesagt, aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation haben wir und aus dieser sehr großen A, B, C, D haben wir Zielbereiche bei 15.000 Punkten, und diese 15.000 Punkte könnten kommen im Dezember 20, also noch dieses Jahr, nicht mehr so lange hin, 10 Monate. In diesen 10 Monaten wird natürlich die Sell-and-Mai-Geschichte noch aktuell werden. Der Mai und der Juni sind dann noch einmal sehr kritische Monate. Wenn wir die dann wieder gut überleben, können wir hier dann wieder schön long einsteigen und unsere Zielbereiche anlaufen. Von der finanziellen Konstellation spricht überhaupt nichts dagegen, dass der Markt das macht, wenn das Coronavirus in den Griff kommt, wenn der Brexit sich hier ein bisschen geregelt hat oder eingependelt hat. Ich sehe hier riesen Chancen, speziell für Großbritannien. Wenn man das auch von der Europäischen Union gegenläufiges hört, die wollen eigentlich eher, dass es nicht funktioniert. Das ist dann ihr Wunschdenken. Dem wird es aber nicht so sein, weil Großbritannien hat sich hier jetzt freigeschaufelt. Sie können eigene Steuerpolitik machen, was sie ja vorher auch schon gemacht haben, aber jetzt noch aggressiver. Sie können ihre Währung, was sie ja vorher auch schon könnten, auf- und abwerten. Das können sie jetzt auch noch aggressiver machen und könnten für deutsche Unternehmen ein interessanter Standort werden. Das zu der Geschichte. Also das ist nach wie vor unser Ziel da oben zu der Oberseite. Nur, dass wir hier jetzt so vehement nach oben ausbrechen. Wie gesagt, da bin auch ich selbst überrascht, auch wenn wir hier ständig die Indikatoren anschauen und denken, ja, okay. Auf der anderen Seite muss man auch hier mal das Kupfer anschauen, und dieses Kupfer ist ja hier jede Kerze eine Woche doch massiv nach unten weggebrochen. Wir haben jetzt hier zwar 2 Wochen in Folge eine leichte Stabilisierung aus diesem Unterstützungsbereich heraus, aber Kupfer gilt hier anerkannt als ein Frühindikator für die allgemeine Wirtschaftslage. Viel Kupfernachfrage bedeutet, die Wirtschaft pumpt, wenig Kupfernachfrage bedeutet, ja, die Wirtschaft pumpt nicht. Das ist anders wie beim Öl, oder halt so gesagt, Öl niedriger Preis beflügelt die Wirtschaft, Öl hoher Preis bremst die Wirtschaft ein. Was auch diese Woche noch war, das hat man so leicht ein bisschen übersehen,
Gold in Euro. Im Gold im Euro hatten wir diese Woche ein absolutes neues Allzeithoch. Also alle Goldanleger in Euro oder im europäischen Raum können sich die Hände reiben. Wir hatten hier am 10.02. einen Goldpreis beim Hoch bei 1444,96 $ war denn eine Unze wert. Also eine Unze Krügerrand zum Beispiel hat glaube 31,1 Gramm, was ich weiß. Und wie gesagt, haben wir diese Woche den höchsten Preis erreicht. Ich habe mich von einem Trade verabschiedet, der Währungspaar Euro schwedische Krone. Dort war ja der Ansatz, aus diesem Töpfchen hier unten raus bis in dieses Ziel zu kommen. Letztendlich habe ich hier jetzt gestern verkauft mit Verlusten, habe hier oben die Gewinne nicht mitgenommen. Ja, Pech gehabt. Gehört dazu zum Trading. Der Ansatz war, dass wir hier rausgehen. Also das war der erste Zielbereich, aber da habe ich die Gewinne nicht genommen. Und war eigentlich schon in der Fantasie und in der Traumwelt mit der Stretch-Limousine dann fortzufahren, wenn wir hier oben hinkommen. Aber ich wurde wieder eines anderen belehrt. Der Markt hat mich wieder gesettelt. Oder gesattelt, so nennt man das, gesettelt. Und hat mir wieder gezeigt, hey Junge, wer ist hier Chef im Ring? Natürlich, der Markt hat immer recht. Und hier dann meine Position mit Verlust, rund 200 Euro, hat es mich da getroffen. Also Markt rausgeschmissen, weil long eingestiegen bin ich ja aus diesem Bereich hier. Aber das hat mich letztendlich doch dann im Endeffekt 200 Euro Verlust circa zu Buche geschlagen. Ansonsten währungstechnisch gibt es noch den Euro-Schweizer Franken. Auch hier rasseln wir kontinuierlich zur Unterseite und eventuell jetzt hier dann wieder auf einen wichtigen Unterstützungsbereich. Und der Unterstützungsbereich könnte dann, wenn ein Umkehrsignal kommt, das eine Kerze, ein Tag, da gehen wir dann runter auf einen Stundenchart, schauen uns dann das Währungspaar an, wie es hier reagiert, ob wir hier ein Umkehrsignal auf Stundenbasis bekommen, um hier eventuell doch ein bisschen einen kleinen, längerfristigeren Long Trade in den Markt zu bekommen. Jetzt bin ich wieder abgewichen vom DAX ziemlich arg. Also eine Kerze, da waren wir ja schon drin, im Xetra, ein Tag mit diesem Haken. Dann gehen wir jetzt rein in den DAX eine Stunde. Auch hier habe ich diese Linien mal auf Stundenbasis angelegt. Wir haben hier einen Trend, der so durchläuft und zwei Linien in dem Bereich. Aber wie gesagt, ich halte mich hier jetzt momentan und halte mich an das, was Rocco Gräfe gesagt hat. Spult ruhig dieses Video zurück. Hier werden Trader-Karrieren entschieden. Also hier verlieren sehr viele Trader ihr Geld. Deshalb auch, weil sie eventuell schon hier ihre Short-Positionen aufgebaut haben. Mit sehr viel Geld und Zertifikate benutzt haben, eventuell hier oben mit einem K.O. oberhalb dieses letzten Hochs, die werden hier dann vernichtet, ausnahmslos. Oder auch im CFD-Bereich gehen die Margen aus und das Depot wird dann von alleine gecancelt. Da macht es dann oder da macht es gar nichts. Ihr seht dann halt am nächsten Tag, mir ist ja auch schon so gegangen, so weiß ich, wie das funktioniert. Ihr seht dann zumals von diesen 10 CFDs, wo man drin hat, da sind dann bloß nur zumals 6 drin. Und dann tut die da automatisch 4 CFDs rausnehmen und nehmen dir damit die Hoffnung, darum hat man diese Verlustpositionen ja nicht verkauft, nehmen dir dann die Hoffnung, hier doch noch diese Verluste minimalisieren zu können, wenn der DAX jetzt hier doch nach unten geht. Also wie gesagt, Rocco, ich gebe dir da vollkommen recht, hier werden Trader-Karrieren zerstört in solch einer Marktlage. Und wie schon erwähnt, nach oben ist nichts mehr. Der Markt ist absolut frei und da habe ich noch diesen DAX neu, wo man hier sieht, immer ein paar Wochen Schlusskurs. Der letzte Bereich war hier. Diese gestrichelten Linien sind Wochenschlusskurse. Da oben ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da kann man wohl jetzt hingehen und sagen, ich projiziere. Das nächste, was kommt, ist einfach erst bei 15.000. Vorher hier drin, luftleerer Raum. Der Markt kann jetzt auch ohne weiteres hier durchziehen und jeden Tag noch schneller, noch mehr Gas geben und noch mehr Geld aufsammeln, um hier ziemlich schnell in den Zielbereich zu kommen. Was man eventuell für einen Ansatz wählen könnte,
Da gehe ich auch wieder in den DAX Xetra eine Stunde, eine Kerze rein. Aus dieser letzten Aufwärtsbewegung, aber das ist auch wieder so eine Geschichte. Ich würde dem auch gar nicht viel geben, ich zeige es aber jetzt trotzdem. Wenn ich das hier so nehme, war aus dieser Bewegung, hätte diese Bewegung hier schon bis hierher kommen sollen, wenn man das so jetzt nimmt zur Ableitung. Und aus dem letzten höheren Tief zum letzten höheren Hoch hätte der Markt, wenn man das jetzt nach oben projiziert, ohne weiteres Luft bis 14.068. Ja, aber dem will ich hier jetzt noch gar nicht so viel geben, weil wir sehen ja, hier war das Allzeithoch, Korrektur, ein neues Allzeithoch. Ah, sorry, da stimmt, da schwätze ich jetzt einen Blödsinn, vergesst es. Spulen wir das zurück, das Allzeithoch war ja hier. Die Konstellation ist jetzt ein bisschen anders. Wir hatten hier ein Verlaufshoch, ein Jahresverlaufshoch, Korrektur, minimal darüber gelaufen, neues Verlaufsjahreshoch, Korrektur, wieder minimal drüber gelaufen. Sorry, und dann noch einmal, das hier ist eigentlich das Maßgebliche, da war die Spanne schon höher über dieses Hoch mit einem neuen Allzeithoch. Größere Korrektur, die wir ja erwartet haben damals mit knapp 5%, eventuell sogar 10%, aber letztendlich ist es nur hier dieser Bereich geworden. Und jetzt haben wir hier wieder einen Ausbruch. Und wenn man das hier jetzt so misst, diese Ausbrüche, das hier waren ziemlich kleine mit 0,3%, der hier war schon mit 1,5%. Wenn wir jetzt mal diese 1,5% nehmen zur Oberseite hin, also da spricht nichts dagegen, dass er hier doch auch noch einmal die nächsten Tage noch ein bisschen was obendrauf sattelt, der DAX. Und dann darf man gespannt sein, was hier rüberkommt. Man könnte hier jetzt auch noch inverse Schulterkopf-Schulterformation hineininterpretieren, linke Schulter, hier der rechte Schulterbereich, hier die Nackenlinie zu ziehen. Ja. Aber da kommen wir hier wieder auf ganz andere Höhen, Levels auf der Oberseite. Und das ist jetzt alles Müßig, alles Fantasiegespinste. Da kommen wir ein bisschen in den Zielbereich von 14.200. Also das hier nach wie vor. Ich empfehle eigentlich heute niemandem was. Ich halte mich wie Rocco. Es ist alles möglich. Hier werden Trader. Mir hat also dieser Satz so toll gefallen. Es ist so, weil ich aus früheren Zeiten genau auch diese Fehler, diese massiven Fehler gemacht habe. Und dann einmal schnell, ja, da geht es dann schon um andere Summen. Ich weiß ja nicht, um wie viel Summen es bei euch geht. Aber bei mir ist dann einmal per Knopfdruck sind da mal schnell 2000 bis 5000 Euro weg. In einem Wimpernschlag. Und das ist dann, ja, einfach, das ist Trading. Man kann nur aus diesen Fehlern, die man macht, selbst lernen. Man kann es hunderte, tausende Male jemandem erzählen, aber man muss beim Trading die Finger erst selbst in die Wunde legen, die Fehler, die Schmerzen selbst machen, um hier dann dauerhaft irgendwann einmal zu sagen, okay, ich habe hier eine Position eingegangen, die ist 2000 Euro wert. Ich lege hier 2000 Euro auf den Tisch und jetzt läuft es gegen mich. Okay. Dann gehe ich hin und dann muss ich es halt nochmal nicht abwarten, bis diese 2000 Euro verbrannt sind, weil es gegen mich permanent läuft, was in solchen Märkten durchaus möglich ist, ohne Wenn und Aber. Dann muss ich mir halt ganz klar sagen, das Ding läuft jetzt gegen mich und dann realisiere ich 100 oder 300 Euro Verlust. Aber das ist immer noch besser, wie 2000 Euro zu verlieren und dann tagelang eventuell sogar im Hoffnungsmodus unterwegs zu sein, blockiert zu sein für neue Trading-Ideen. Und deshalb beende ich hier dieses Video. Ich gehe davon aus, dass der Markt weiter steigt. Es ist nicht mehr real. Real ist es, wir sehen es ja. Aber es passt nicht zu diesem gesamten Umfeld, das wir hier momentan haben. In diesem Sinne. Bleibt gesund oder machen wir noch schnell was, gerade mit diesen europäischen Sektoren zum Schluss. Auch sehr interessant. Man kann auch einzeln in solche
Sektoren investieren. Ja, das ist jetzt zum Beispiel der Automobilsektor. Da kann man ein Zertifikat kaufen, 306 Punkte bei der K.O. Ich würde hier jetzt ein Zertifikat kaufen, mal auf jeden Fall unterhalb von 430. Schauen wir mal die Gesamtlage an, da sogar noch ein bisschen tiefer, 425. Wenn ich da eins kaufen würde, und dann schauen wir, 400, da ist der 306er, okay, der ist weit genug weg. Und dann kauft man dieses Zertifikat. Jetzt schauen wir uns den Chart noch an vom Zertifikat. Das kostet 1,87 Euro ein Zertifikat jetzt. Heute Morgen hat es 1,66 Euro gekostet. Also wenn hier einer so Ambitionen hat, Sektoren zu handeln, was auch eine sehr gute Idee ist. Natürlich ist das mit dem Automobilsektor heute sehr überraschend gekommen. Aber da gibt es ja zum Beispiel Healthcare, das sind ja Krankenhäuser und Medizin. Das ist für mich ein Sektor, schaut euch das an, da kann ich nicht viel falsch machen. Wir Menschen werden immer älter, immer kranker, wir kriegen immer mehr Diabetes. Manchmal habe ich den Eindruck in meinem Umfeld, jeder Dritte stirbt bald an Krebs und das geht mittlerweile so rasend schnell zum Teil mit diesem Krebs. Also es gerade erschreckend ist, also ich habe ja im Januar einen Wunsch frei gehabt. Ich will ja immer 100 Jahre alt werden, aber ich habe zum lieben Herrgott gesagt, du, mir reichen auch 80 Jahre, aber lass mich bitte keinen Krebs kriegen, dann will ich mit 80 normal sterben. Wenn nicht, dann lass mich 100 werden. Also in diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Händchen für den morgigen Handelstag. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund, ciao, ciao.